Herrlich, schön großes Bett. Kurt, kannst du noch mal die Hebel auf den Tisch legen? Wie schnell kannst du denn liefern? Wann bräuchten Sie das Fahrzeug? Wir brauchen sehr schnell, weil ich habe schon Verabredungen mit dem Diplomaten. Wenige Kilometer vor den Toren der Hauptstadt Palma liegt Portalsenhaus, Yachthafen der Superlative und Epizentrum mallorquinischer Dekadenz. Und mittendrin Yachtbroker Johannes Brechmann. Seine Mission, exklusive Luxusboote an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Buenos dias. Buenos dias. Oh, cool. Grüß dich. 82 ist fertig? 82 ist fertig, ja. Die Kundin kommt ja heute. Dann gucken wir uns mal die Dandy an. Die Dandy liegt auf 33, ist fertig. Die 82 liegt auf 22. Du kannst auf beide drauf gehen, wann immer du willst. Okay. Gerne. Prost. Cheers. 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 Nur wenige Meter entfernt stimmt sich Kundin und Kosmetikexpertin Scarlett Stilling schon mal auf die Bootsbesichtigung ein. Und dann machen wir ein ganz tolles Champagner-Tasting mit Moe, Whiskico, Taitinger. Aber du kochst? Natürlich. Okay. Ausnahmsweise koche ich mal selber. Doch bevor die Korken knallen, steht noch der Termin mit Yachtbroker Johannes Brechmann an. Hallo. Hallo. Ja. Grüß dich. Schön, Sie zu treffen. Das ist Linda Prada, meine persönliche Assistentin. Johannes Brechmann. Das ist Jean Barrett. Hi. Herr Barrett, hallo. Mein Freund. Okay, Johannes. Ja, ich bin schon total aufgeregt, was Sie mir heute zeigen werden. Ja, wir haben was Schönes vorbereitet. Ich bin gespannt. Wir haben uns ja über die Größe schon ein bisschen unterhalten. Ja, also ich wollte ja zwar nicht ganz so groß, aber auch nicht zu klein. Denn ich habe ja sehr viele Geschäftsfreunde, die ich einlade. Wir haben da was Schönes rausgesucht. Ja? Ich habe da mal zwei vorbereitet. Ja. Ich denke, von der Größe her werden wir da gut zurechtkommen. Ja, dann können wir gleich los. Ja. Jetzt, wo die Größe geklärt ist, ahoi. Okay. Weniger sonnig, aber nicht weniger majestätisch, geht es in der Rolls-Royce-Zentrale in Köln zu. Michael Gleisner bereitet sich auf einen vielversprechenden und vor allem royalen Kundentermin vor. Okay, wir sollen morgen mit einem Phantom bei Ihnen erscheinen, ja, genau in einer gedeckten Farbe. Und den neuen Ghost dürfen wir Ihnen morgen auch präsentieren. Okay, Eure Hoheit, selbstverständlich. Bis morgen, ja, Dankeschön. Daniel, wir müssten morgen bitte alle Termine verschieben. Der Herr Paas hat sich gemeldet. Herr Paas? Arthur Paas, King of Somali, König von Ghana. Du erinnerst dich vielleicht? Ja. Durch seine Projekte, der die Schulen dort gebaut hat, den er als König ernannt haben. Okay. Und er möchte morgen beide Fahrzeuge sehen. Einmal den Rolls-Royce Phantom und einmal den neuen Ghost. Ich gehe jetzt runter in den Service. Der Wagen ist ja gestern geliefert worden. Und schau, ob er fertig ist. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, ja? Du weißt, ein wichtiger Kunde und 100%, ja? Alles Bis klar. Bis gleich. Hallihallo, Mika, ich brauche dich mal bitte. Ja, bitte. Mika, ich habe eben mit dem Herrn Paas telefoniert. Ja. König von Somai, Belgien, weiß Bescheid. Ja. Er möchte morgen den neuen Rolls-Royce Ghost fahren und sehen. Glaubt das? Morgen? Nee, morgen wird knapp. Ich weiß, der ist gestern erst gekommen. Deine Jungs sind dran. Das wird knapp. Wir müssen das Auto bis morgen fertig machen. Egal, was das kostet, Mika, das Ding muss morgen auf die Straße. Um 8 Uhr müssen wir los. Oh, Jungs, habt ihr gehört? Kriegst du ja? So, müssen wir erst loslegen, ne? Mach. Ja? Müssen wir. Ja. So, hier haben wir die erste. Ja. Das ist unsere Dandy. Ja. Das ist eine 82 Fuß Aston Doha. Mhm. Die ist das 2001. Ist also nicht brandneu. Ja, sieht schon ein bisschen dunkel aus mit dem ganzen Holz. Wir schauen uns das einfach mal an. Und wie soll ich hier rüberkommen? Ich helfe Ihnen. Ja. Linda, please, can you take my bag here? Fingers. Okay. Schon. Okay, thank you. Geht doch alles. Dann mal rein in die gute Stube. Und die kann sich sehen lassen. Feinstes Mahagoni, wohin das Auge reicht. Für Scarlett Stilling und Kumpel Sean ein absolutes No-Go. Ja, es war schon ziemlich dunkel hier. Oder Sean, was meinst du? Ja, also, es ist ein bisschen dunkel. Ja. Es ist ein klassisches Schiff. Aber das ist jetzt nicht geschütztes Tropenholz. Nein, das sind Plantagenhölzer. Ja. Aber was heißt dunkel? Ich meine, wenn man die Kombination hier sich anschaut, wir haben die hellen Decken aus Alcantara, auch der Fußboden ist hell, das Mobiliar ist hell. Somit ist das Schiff natürlich schon in sich sehr stimmig. Aber Sean, was meinst du? Viel dunkel. Ja. Ich dachte mir schon, dass aufgrund ihres Typs das nicht wirklich ihr Stil ist. Aber ich wollte es zumindest ausprobieren. Gut, dann gehen wir rüber. Rüber nach Belgien. Genauer gesagt in die herrschaftliche Behausung von Arthur Paas, niederländischer Immobilientycoon und seit 2001 König von Somai.
Der ernannte Blaublüter möchte die königliche Flotte aufstocken und Michael Gleisner vom Rolls-Royce-Zentrum in Köln hat sich mit zwei noblen Kreuzern auf den Weg gemacht. So Daniel, ich gehe den Herrn Paas begrüßen. Du positionierst mir bitte die Fahrzeuge ordentlich, schau, dass die Reifen ordentlich sind, guck nochmal nach Details innen. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Richard Paas. Michael Gleisner, Herr Junior. Stimmt. Vielen, vielen Dank. Wow. Sieht ja schon super aus. Mhm. Nur noch 2 Monate und wird das ganz fertig sein hier. Wahnsinn. Super. Wirklich okay. Toll. Dankeschön. Gib ihr. Der Weg führt in die königliche Schatzkammer. Hier präsentiert der Gebieter über 300.000 Untertanen gerade seine majestätische Mitgift. Das ist ein sehr schönes Stück. 165 Jahre alt. Ich denke, das steht am schönsten hier. Denkt mir das Licht drauf, dann sieht das schon richtig gut aus hier. Vielen Dank. Schönen guten Tag, Herr Paas. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Schönen vielen Dank guten für die Einladung. Meinen Freund. Michael Gleisner, grüße Sie. Sie. Hallo. Ein Kunstliebhaber aus Ghana. Und dieser Herr ist von Rolls-Royce. Wir sind gerade beschäftigt mit dem Einrichten von unserem neuen Museum. Wunderbar. Also du kommst auf einen sehr guten Zeitpunkt. Unglaublich, ich habe das schon gesehen. Sagen Sie nicht, das ist Ihr Thron aus Ghana? Das stimmt, das stimmt. Ja. Und die Leute haben mir das geschenkt. Ist das der originale? Das ist der originale Thron, da haben sie eingeflogen vor ein paar Monaten. Und ich bin gekrönt auf diesen Thron. Ja. Unglaublich. Sehr schön. Apropos sehr schön, ich habe natürlich auch etwas Schönes mitgebracht für Sie. Ah, ich vor hoffe, der Türe. Ich hoffe, der schöne Ghost. Der neue Ghost und noch ein schönes anderes Fahrzeug. Um die richtige, aber vor allem makellose Präsentation kümmert sich Azubi Daniel Linke. Perfekt. So, bitteschön. Ja. So, Herr Paas, zwei Fahrzeuge sind da. Einmal der Ghost, einmal der Phantom. Oh, das sieht ja wirklich schön aus. Ich schlag vor, wir gehen ganz kurz zum Phantom. Ich sollte eine gedeckte Farbe mitbringen gegenüber Ihrem silbernen Fahrzeug. Dieses Auto kann ich hier, das geht mir ja bloß für die Daniel, Farbe. Daniel, mach mal bitte kurz die Türe auf, bitte von innen, dass wir in den Innenraum schauen können. Oh, sie sieht sehr schön aus. Ja, passt das? Ja. Ja, diese gefällt schon. Wenn man anderes Holz genommen, was passt zum cremefarbenen Leder. Und wenn man den direkten Vergleich hat, gerade wenn Sie nächste Woche Staatsgäste abholen, gedeckte Farbe, heller Innenraum. Ja. Perfekt. Das ist in Ordnung. Wenn sehr du das gut. regeln kannst für mich. Dann machen wir das so, dann nehmen wir gleich Ihren Wagen mit. Das lassen den direkt lassen. Hier, dann können Sie damit Ihre Gäste sofort abholen. Ja. So, jetzt habe ich aber etwas ganz Besonderes für Sie. Das hier ist eine San Lorenzo. Ja. Ein Schiff aus einer italienischen Manufakturwerft. Die Schiffe werden handgebaut. Höchste italienische Bootsbaukunst. Also, das gefällt mir schon viel, viel besser wie das davor. I mean, even the Ferrari. Ja, perfekt. Ja, aber so komme ich hier nicht drüber. Na, da haben wir aber eine Lösung. In diesem Fall holen wir das Ganze etwas ran. Mm, tricky. Yeah. Lilla, so. Please. Yeah. Thanks. 24 Meter lang, mit Platz für 8 Personen plus Crew. Zu haben für schlappe 4,8 Millionen Euro. So, herzlich willkommen. Das ist ja wunderschön. Das ist italienischer Stil? Ja. Minimalist. Das ist besser, ja? Ja. Ich denke, das ist für dich. Ja. Italienisch, minimalistisch, geradlinig. Und was sind das hier für Materialien? Das ist Buchenholz, amerikanisches Buchenholz. Mhm. Materialien sind alle von Minotti. Hm, fantastisch. Ja. Direkt im Anschluss, sehr offen gestaltet. Mhm. Der Essbereich, ausreichend Platz für 8 Personen. Ja, obwohl es bei mir manchmal auch mehr werden könnte. Gut, wenn es mehr werden, dann muss man sich hier noch ein bisschen um den Tisch drapieren. Ja, dann müsste ich mir noch was einfallen lassen. Linda, you can make a notice there. Yes. Gehen wir mal weiter. Was ist das hier? Das hier ist eine hinterleuchtete Schieferwand. Ja. Der Schiefer wird in einem ganz speziellen Verfahren sehr dünn abgetragen und dann hier mit einer Folie hinterleuchtet, was speziell im Dunkeln, in der Nacht, einen wunderschönen Effekt gibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt das Schiff eine Atmosphäre. Ja, eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Die Atmosphäre in Belgien, gespenstisch. Neue Rolls-Royce Ghost, wie Sie gewünscht haben. Wirklich. Gerade für Sie, Sie wollten ja selber fahren und da soll es ja noch ein Rolls-Royce sein. Jetzt ist er endlich auf dem Markt. Außenfarbe, Darkest Tungsten, das war das Anthrazit, wovon ich Ihnen erzählt habe. Ja, sehr schön. So, und jetzt sehen Sie auch genau den Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen. Einmal von der Länge her, 44 cm kürzer. Etwas tiefer gehaltenes Fahrzeug, sportlichere Front, trotzdem noch maskulin. Ja, ja.
Und für mich ist sehr wichtig, dass ich ein Auto habe, der ich alleine fahren kann. Ja. Normalerweise immer muss ich einen Chauffeur haben und muss ich jemanden anrufen. Wenn ich einkaufe, gehe oder was und dann. Einkaufen? Ja. König noch selber einkaufen. Ja, ich muss auch manchmal einkaufen. Ja, ja. Ich möchte ihm gerne mal von innen sehen. Sehr gerne, passt. Ja? Inside Moccasin. Boo, Moccasin ist auch wieder eine neue Farbe, oder? Ja, ist nicht eine neue Farbe, ist von der Phantomfamilie. Kann man das auch in Krokodilleleder haben, diese? Ja, leider noch nicht. Ist Spaß, ist bloß Spaß. Aber sehr, wirklich, sehr schickes Auto. Wir sitzen auch direkt etwas anders. Ja. Etwas sportlicheres Lenkrad, Sie merken sofort am Lenkrad. Ja, das ganze Lenkrad ist kleiner. Und wie viel PS hat dieses Auto? 570 PS, 12-Zylinder, Biturbo-Motor. Und ist er viel schwerer wie der Phantom? Nein, gleiches Gewicht. Gleichgewicht? Gleiches Gewicht, ganz genau. Aber wir haben von der Beschleunigung her, von 0 auf 100, 5,8 Sekunden. Das ist schnell. Sehr schnell. Wolfs im Schafspelz. Sehr schönes Auto. Einmal vielleicht hinten schauen. Ja, da muss ich auch mal versuchen. Kann ja die Möglichkeit sein, dass Sie sich auch mal fahren lassen. Ist mit dem Wagen natürlich auch selbstverständlich möglich. Ja. Da hat ja trotzdem viel Platz hinten. Okay. Auch ein Minibar drin? Minibar können wir natürlich einbauen. Okay. Mit Ihren geschliffenen Prager Gläsern, die Sie benutzen. Na, im Vorbereich, das ist wie gefällt es Ihnen? Sehr, sehr gut. Aber für mich ist sehr wichtig noch, bitte, dass meine Wappen aber in Gold eingebaut ist. Da werden wir dann, können Sie das regeln? Ja, natürlich. Da werden wir nochmal separat einen Termin mit dem Juwelier vereinbaren, der die Sachen dann dementsprechend in der Größe anpasst. Um die Größe geht's auch auf der Baleareninsel Mallorca. Hier im Vorderbereich kommen wir jetzt in die Küche, in die Galle. Ja. Ist das Granitboden? Das ist italienischer Granit. Toll, wie in meinem Office. Das ist eine italienische Schifini-Küche. Mhm. Aber es sind deutsche Marken. Ich werde dann hier auch mal was zaubern für meine Gäste. Ja. Hier kann man wunderbar Griffel aufschneiden. Ja. Ja, sehr schön. Bisschen smart. Vom kulinarischen Zentrum der Yacht geht es unter Deck weiter. Die Kojen wollen in Augenschein genommen werden. So, jetzt kommen wir zu den Schlafgemächern. Ja? Okay. Weil im vorderen Bereich die Gästekabinen. Ja, die brauche ich gar nicht sehen. Na, dann können wir gleich mal weiter zu meinem Schlafzimmer. Okay. Und das ist dann das eigene Schlafzimmer. Toll. Sehr großzügig, so wie ich es mag. Herrlich, schön großes Bett. Ja. Hochwertige Materialien treffen auf technische Raffinessen. In diesen Kleiderschränken kann man auch mehr als einen kleinen Italiener verstecken. Und hier ist das Bad, bitte. Toll. Ja, sehr schön. Fantastisch. Noch mehr Platz für kleine Italiener. Yeah. Look at this. Sean, what do you think about this boat? I think it's your style. Yeah. Aber jetzt sehe ich, hier ist nur eine Dusche. Was ist denn mit einer Badewanne? Aber wir haben hinter dieser Dusche noch einen begehbaren Kleiderschrank. Ja? Und den kann man natürlich umbauen. Ja, toll. Da kann man auch eine Dampfsauna reinbauen zum Beispiel. Echt? Das ist dann hier. Mhm. Und das wäre... Ja, toll. Super. Im Prinzip von der Größe her genau richtig. Ja, perfekt. Ja, dann machen wir das mit dem Dampfbad. Aha. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt das richtige Highlight an. Oben die Flybridge. Traumhaft. Ist das super hier? Herrlich. Das haben wir uns schöner jetzt, Blick. Nach dem ganzen trockenen Bootsbeschauungen doch verdient. Hier kann ich meine Geschäftsfreunde einladen, nach Ibiza fahren. Auch das geht wunderbar, weil man hier natürlich auch in sehr lockerer, entspannter Atmosphäre sehr gut über das Geschäftliche sprechen kann. Mhm. Ja. So wie wir vielleicht nachher. Genau. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen frische Brise um die Nase. Mhm. Ja. Eine Ausfahrt wäre auch jetzt gar nicht so schlecht. Ja, wäre das denn möglich? Ja, natürlich ist das möglich. Wir können sofort losfahren. Fantastisch, das ist super. Ja. Ich hol dich hin. Okay. Na dann, alle Mann an Deck und Leinen los. Ho, ho, ho und eine Buddel voll rum. Volle Kraft voraus lautet auch das Motto in Belgien. Natürlich ohne Rum. Ja, das fühlt sich ja sehr, sehr schön an. Das freut mich. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Feedback. Ist natürlich auch vom Gefühl vielleicht auch etwas anderes. Sie fahren ja bisher den Phantom, dann auch immer nur im Vorbereich, chauffiert. Und ist ja doch ein anders abgestimmtes Auto. Ja, man spürt das gleich, dass der Auto sportlicher ist. Er ist im Anzug schon sehr stark. Ja, das Gimmick, was hierin verbaut ist, Herr Paas, das Night Vision. Und ist natürlich sehr interessant für Ghana. Das heißt, der komplette Bildschirm, dass Sie sehen können, ja? Das ist schön für Ghana, kann man ja die Tiere alle schön beobachten. Ganz genau. Und wie weit funktioniert das?
Man kann mit dem Night Vision 300 bis 400 Meter sehr, sehr gut sehen. 300, 400? Ja. Oh. Gerade wichtig für Tierbeobachtungen in Ghana. Ja, das ist, ich denke, sehr schön für mich. Aber Spaß beiseite, Sie haben natürlich gerade jetzt hier auch Ihren Landsitz. Sie sind natürlich sehr viele Tiere abends, wenn Sie nach Hause kommen. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, den Sie mit dem Night Vision haben. Ja, Sie können natürlich auch alle Knöpfe bedienen über Sprachsteuerung bis natürlich auf die Gangschaltung. Und das Lenken müssen Sie natürlich auch selber übernehmen. Auf Mallorca lässt man steuern, und zwar die eigene Motorjacht. Anlass der Bootstour? Scarlett Stilling sucht das passende Gefährt für Champagnerpartys und Inselhopping. Ulf, können Sie sich hier ein bisschen mit dieser Idee dieses Schiffes anfreunden? Können Sie sich da ein bisschen reinfühlen? Ja, definitiv. Könnte da schon was für Sie sein? Interieur stimmt, die Küche stimmt, hier oben, das ist herrlich, perfekt. Ja, das ist natürlich ein Qualitätskonzept. Ja. Wir verkaufen ja nicht nur einfach ein Schiff, sondern wir verkaufen eine Philosophie. Mhm. San Lorenzo ist eine Familie und die Kunden sind Teil dieser Familie. Jetzt haben wir noch gar nicht über den Preis gesprochen. Genau, den Preis. Jetzt kommt Sean ins Spiel. Ich habe befürchtet, dass du eine üble Rolle spielst. Ja, okay. Ja, der Preis. Also dieses Schiff, so wie es hier steht, mit der Ausstattung, liegt bei 4,8 Millionen Euro. Aber genießen Sie doch erst einmal noch ein bisschen die Sonne hier. Wir haben so schönes Wetter gerade. Kurt, kannst du noch mal die Hebel auf den Tisch legen? Gesagt, getan. Kapitän Kurt dreht auf und mit satten 31 Knoten, gut 55 Stundenkilometern, geht es zurück in den Hafen. Gute Argumente, aber auch gut genug, sich für den Kauf der 24 Meter Luxusjacht zu entscheiden? In Belgien sind die Würfel bereits gefallen. So, Herr Paas, das erste Mal als Selbstfahrer Richtung Schloss gefahren. Wie hat es Ihnen gefallen? Sehr, sehr gut. Ja. Ich muss sagen, ich bin froh, ich habe meinen Führerschein wieder benutzt. Weil normalerweise brauche ich den nie. Und ich denke, wir müssen mal Geschäfte machen mit dem Auto, weil der gefällt mir sehr, sehr gut. Also ist das richtige Auto? Ja, das ist mein richtiges Auto. Freue ich mich, ja, perfekt. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn Ihre Optionen noch dazukommen, werden wir so ungefähr bei 320.000, 330.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer liegen. Ja, der Preis ist mir nicht so wichtig. Aber für mich ist sehr wichtig, dass das Auto schnell fahren kann. Also ich muss das Auto haben, ich denke, innerhalb zweieinhalb, drei Monaten. Sie wissen, dass wir normalerweise für diese Ausstattung, die Sie benötigen, 5 bis 6 Monate brauchen? Ja, ich kaufe das Auto schnell, aber dann muss ich mal auch schnell fahren können. Dann geben Sie mir bitte 5 Minuten, um mich kurz mit England, mit dem Werk in Verbindung zu setzen. Prima, ich warte auf dich. Okay. Schönes Auto. Sehr schönes Auto. Müssen wir auch schnell im Auto fahren. Na klar. Hi Grant, this is Michael speaking. Hallo Grant, Michael hier. Ich bin gerade bei Han Paas, dem König von Somai. Du kennst ihn ja. Er ist begeistert vom neuen Ghost und will ihn spätestens in 3 Monaten haben. So, wie ich an den Strahlen in den Gesichtern feststelle, hat es euch wohl gefallen? Ja, war traumhaft. Ja, fantastisch. Ich bin also auch immer wieder begeistert davon. Ja, jetzt müssen wir nur noch über den Preis sprechen, denn ich wollte ja noch den Jacuzzi haben, Beiboot und die Sauna unten. Richtig, genau. Also wenn wir das mal ein bisschen aufaddieren, wir haben ja gesagt, das Schiff kostet 4,8 Millionen Euro. Ja. Und wenn wir jetzt noch dazu kommen, das Sonnensegel, hatte ich ja gesagt, das machen wir. Ja. Das gehört dazu. Jacuzzi und Beiboot sind natürlich Sachen, die sind schon noch extra, auch die Sauna unten. Mhm. Wenn ich das zusammen addiere, komme ich auf 4,9 Millionen Euro. Ja, also ich hatte mir vorgestellt 4,5. Hm, 4,5, ja. Also was ich Ihnen anbieten kann, dass wir das alles so umbauen, wie Sie sich das vorstellen. Und dann kann ich Ihnen anbieten, das Boot für 4,75. Und ich besorge Ihnen dann für ein Jahr einen Liegeplatz noch dazu. Wow. Oh, das ist gut. Das ist toll. Ja. Das denke ich, ist ein gutes Angebot. Ja. Ja. Ja? Ja, ja, das ist was für Sie. Perfekt. Da würde ich sagen, sagen wir drauf ein. Ja. Okay. Versteht ihr? Ja. Herzlich willkommen in der San Lorenzo Familie. Freut mich. Ja. Schau. Danke. Ja. Thanks for not making me my job too hard. Dankeschön für alles. Dankeschön. Verkauft für 4,75 Millionen Euro. Ja, wie soll das Schiff denn heißen? Blue Angel, hatte ich mir überlegt. Na, dann trinken wir auch Blue Angel. Ja. Blue Angel. Cheers. Cheers. Na, der Matau, blauer Engel. Zurück auf Schloss Lefi bei King Arthur von Somai. Really? Okay, thank you very much, bye. Ja, Herr Paas, ich habe gute Nachrichten. Dann bin ich mal gespannt. Hätten Sie nächste Woche Zeit? Ja, nächste Woche kann ich mal Zeit frei machen. Könnten wir nächste Woche nach England fliegen? Das Designteam wäre vor Ort, der Juwelier wäre vor Ort. Wir könnten alle Sachen an dem einen Tag abstimmen.
und könnten das Auto in der gegebenen Zeit in 3 Monaten liefern. Dann machst du mir froh. Perfekt. Dann kaufe ich dir schöne Rolls, der Ghost. Ich danke Ihnen. Du hast eine gute Arbeit geliefert. Vielen Dank, Herr Paas. Und jetzt trinken wir ein Glas Champagner da drauf. Sehr gut. Ich möchte gerne anstoßen auf das sehr schöne Rolls-Royce Ghost, was ich gekauft habe. Und ich bin sehr zufrieden mit so einem schönen Auto. Vielen Dank, Herr Paas. Vielen Dank für das Vertrauen, was Sie uns geschenkt haben. Und da wir ja sehr wenig Nachlassverhandlungen geführt haben, dürfen wir uns vielleicht als kleine Aufmerksamkeit an dem Aufbau der Grundschule in Ghana beteiligen. Da machst du sehr viele Kinder glücklich in Ghana und auch mich. Und ich danke euch für die schönen Gäste, für die Leute in Ghana, für die Schule. Eure Majestät. Tschüss. Arthur Paas, der König von Somai, ist um 330.000 Euro leichter und Ghana um eine Schule reicher.